Beschwingter als die Le Booms Boys aus Rostock hätte ich es auch nicht sagen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Landesprogramm unterwegs. Heute geht es bei uns um Schulen, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark machen. Besser gesagt, um Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die sich verpflichten, demokratische Werte zu leben und an ihrer Schule, wenn es sein muss, zu verteidigen. Mein Name ist Cornelia Helms. Aktuell beteiligen sich mehr als 50 Schulen im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Mecklenburg-Vorpommern. Kurz vor den Sommerferien sind zwei Schulen neu dazugekommen. Das war die Evangelische Schule Neubrandenburg und die Europaschule in Rövershagen, die zwischen Rostock und dem Fischland Darß liegt. Während der Titelverleihung wurde dort ordentlich gefeiert, endlich mal wieder, ein Open-Air-Konzert mit der besagten Band aus Rostock, die Le Booms Boys. Und ich habe mich an diesem Tag mit Schülerinnen und Schülern in Rövershagen unterhalten, eine sehr engagierte Lehrerin getroffen und mit der Frau gesprochen, die das Projekt in Mecklenburg-Vorpommern unter ihren Fittichen hat. Mein Name ist Constanze Moritz, ich bin die Landeskoordinatorin von Mecklenburg-Vorpommern für das Schulprojekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir sitzen bei dem Träger der RAA-MV. In Ludwigslust ist mein Büro und seit insgesamt 5 Jahren bin ich in dem Team und berate 60 Schulen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, sowohl Schulen, die sich auf den Weg machen, Schule ohne Rassismus zu werden, als auch Schulen, die bereits im Courage-Netzwerk sind und die immer mal wieder Unterstützung, Anregungen brauchen für Projekttage, für Projektideen oder aber sei es, weil das Projekt so ein bisschen an der Schule eingeschlafen ist. Genau, und da bin ich die Ansprechpartnerin und stehe mit den Schulen und engagierten Schülerinnen und Schülern im engen Kontakt. Was sind denn das für Schulen, die zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden? Gibt es da Auslöser, warum die sich bei Ihnen melden? Es gibt eigentlich ganz verschiedene Gründe, warum sich Schulen an mich wenden. Zum einen erstmal vielleicht die Schulen als solches. Da haben wir tatsächlich die ganze Bandbreite, also jegliche Schulform ist im Netzwerk inzwischen vorhanden. Das geht von der Grundschule tatsächlich über Regionalschulen, über Ganztagsschulen, über Gymnasien, bis hin aber auch sogar noch hoch in die Berufsschulen, die sich auf den Weg machen. Also von daher, das ist schon mal so das ganze Spektrum. Und die Motivation, warum sich Schulen, Schülerinnen oder aber Lehrkräfte bzw. Schulsozialarbeiterinnen an mich wenden, sind ganz unterschiedlich. In der Europaschule hat die Lehrerin Anne Wiechmann eine Arbeitsgruppe eröffnet und viele Schülerinnen und Schüler für das Projekt Schule ohne Rassismus begeistern können. Ich treffe am Rande der Veranstaltung einige Schülerinnen und Schüler, die bei der Arbeitsgruppe mitmachen. Mit wem fange ich denn mal an? Am besten, ihr sagt einfach mal, sag mir mal, wie du heißt. Ich bin Damian Ulbrich. Erzähl mal, warum habt ihr euch denn dafür stark gemacht? Warum wolltet ihr für eure Schule diesen Titel? Ganz ehrlich, weil wir erkannt haben, dass diese Schule diesen Titel nicht hat und die Schule das auch was braucht, weil man alltäglich damit auch konfrontiert wird in allen Ecken dieser Schule. Ja. Ich sag mal, warum ich es getan habe. Ich habe halt mehrere Freunde, die damit auch so viel zu tun haben. Und da war es so, wenn ich mal mit denen irgendwo hingegangen bin, da wurden sie oft beleidigt oder auch fertig gemacht. Und deswegen habe ich mich dafür auch eingesetzt, dass sowas halt auf der Schule zumindest, sag ich mal, erstmal nicht passiert. Weil auf Schule sollst du dich wohlfühlen, willst du lernen und willst nicht nach Hause kommen und da gar nicht gelernt haben, weil du die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, wie du fertig gemacht wurdest. Ich bin Vivian Hein und wir haben ja angefangen, Unterschriften zu sammeln und haben dann auch gesehen, okay, viele Schüler sind auch gegen Rassismus und wollten dann halt unbedingt diesen Titel erreichen. Ich finde, alle sollen gleich behandelt werden, weil egal welche Hautfarbe man hat, also soll man gleich behandelt werden und nicht andere beleidigen umsonst, weil die andere Hautfarbe haben oder so. Und das finde ich gut, dass wir diese Kurs gemacht haben. Warum ist euch das wichtig? Also habt ihr das irgendwie so erlebt oder gibt es bei euch Schüler oder Schülerinnen in der Schule, die eine andere Hautfarbe haben oder wo ihr merkt, da wird jemand ausgegrenzt? Was war sozusagen für euch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, das wollen wir? Also ich habe im Freundeskreis einen, der eine andere Hautfarbe hat und der wird ganz oft runtergemacht. Und
Deswegen denke ich mir auch, dass ich in den Kurs gegangen bin, um allen zu zeigen oder halt auch anderen zu zeigen, so okay, so geht's nicht und dass man das auch anders regeln kann und dass wir alle sozusagen gleich sind, egal ob der eine dunkelhäutig ist oder hellhäutig ist. Unterstützung für ihr Engagement bekamen die Schülerinnen und Schüler der Europaschule Rövershagen von einer Lehrerin. Ja, also ich bin Anne Wichmann, ich bin Lehrerin hier am Regionalschulbereich für Deutsch und Geschichte. Ja, und Leiterin des Wahlpflichtkurses Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ja gut, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, es muss immer einen Initiator geben. Ich habe gesehen, dass wir diesen Titel nicht haben und ich fand das nicht vereinbar mit unserem eigentlichen Europaschultitel. Und ich finde, den brauchen wir und dann habe ich mir Schüler gesucht und wir haben das ins Laufen gebracht. Die Schüler haben erzählt, dass es sozusagen auch Zwischenfälle gab. Haben Sie das, ist das auch so Ihre eigene Erfahrung gewesen? Also Sie meinen mit dem Thema Rassismus? Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin Geschichtslehrerin. Dementsprechend bin ich da auch immer schon ein Anlaufpartner gewesen, weil ich auch offen damit umgehe, dass ich das nicht tolerieren werde. Egal ob in meiner eigenen Klasse oder in meinen Kursen und alle Schüler, die mich kennen, wissen das. Und von daher habe ich das immer wieder mitgekriegt. Und wir haben zum Glück nicht ein riesiges Problem mit Rassismus. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Schüler, wo man das weiß, die auch offen damit umgehen und auch gerade meine Schülerin zum Beispiel Khadija angreifen und mobben. Und auch Homophobie ist ein großes Thema hier. Und von daher, das gilt es zu bekämpfen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Wochenlang haben sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin vorbereitet, um Teil des Netzwerkes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden zu können. Dazu gehörte auch eine Umfrage an der Schule, in der alle, die an der Schule lernen, lehren und arbeiten, befragt wurden. Denn alle Menschen, von der Schulleiterin bis zum Hausmeister, prägen das Klima an einer Schule. Nur wenn mehr als 70% dem Selbstverständnis einer Courage-Schule zustimmen, darf man sich überhaupt bewerben. Hier in Rövershagen waren es weit über 80%. Das hat die Landeskoordinatorin Constanze Moritz besonders gefreut. Frau Wichmann war ja die Lehrerin, die diesen Kurs initiiert hatte. Und in diesem Kurs konnten sich die Schülerinnen und Schüler freiwillig sozusagen eintragen. Und das Tolle, was ihr gelungen ist, ist eben eine Art, wirklich eine große Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, ne? Also selber aktiv zu werden. Es gab Abstimmungen eben über Patenschaften. Der ganze Kontakt, ne, auch der E-Mail-Verkehr, wurde sozusagen durch die Schülerinnen und Schüler vorgenommen. Die Gestaltung, wie sollte der heutige Tag aussehen, der Titelverleihung, ne? Also, und wie stellen wir uns das vor? Und das ist ja einer der wichtigen Punkte auch immer. Wie soll das ganze Projekt am Leben erhalten werden an unserer Schule? Denn das geht ja nicht darum, dass wir einem Titel sozusagen hinterher rennen oder aber diesen Titel für uns gewinnen wollen als Auszeichnung, sondern im Wesentlichen geht es ja darum, dass mit dieser Anerkennung und Titelverleihung eigentlich ein Signal und eine Art Startschuss gesetzt wird, dass es dann losgeht an der Schule. Und erfreulicherweise ist es ja hier der Fall, auch an der Schule, dass es eine AG geben wird, ne, die dann eben jahrgangsübergreifend, das ist das Allerbeste, dieses Thema im Schuljahresverlauf auch einfach begleiten wird und aufrechterhalten wird. Was muss man tun, damit man Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden darf? Also es gibt ein 10-Schritte-Programm quasi. Man muss natürlich als erstes erstmal Schüler finden, die sich da zusammenschließen und für einsetzen wollen und im Idealfall auch Kollegen, die sich damit anschließen. Und dann geht es natürlich nachher an diese Abstimmung, die man machen muss. Mit 70% braucht man Minimum. Wir haben, glaube ich, 86% erreicht, wo die Schüler wirklich drei Grundregeln zustimmen, wo gesagt wird, wir gehen achtsam miteinander um, wir tolerieren keinen Rassismus und so weiter und so fort. Ja, und das ist so dieser größte Block. Da muss man das alles sammeln, auswerten, prozentual ausrechnen und dann reicht man den Antrag ein und hofft, dass dann sowas rauskommt wie heute, die schöne Titelverleihung. Wenn das heißt, wir sind gegen Rassismus und gegen Diskriminierung, haben Sie denn auch irgendwelche Regeln aufgestellt? Also was machen denn Schüler oder Lehrer an dieser Schule, wenn sie so etwas erleben? Ja, das ist immer ein total schwieriges Thema und auch ein Grund tatsächlich, warum wir diesen Titel haben wollten und mir das so wichtig war, weil man keine feste Handhabe hat. Also es gibt da kein Lehrbuch, was uns als Lehrern sagt, okay, wenn dieser Spruch kommt, dann darf ich das und das machen. Das sind die nächsten Schritte. Und da ist man immer für sich selbst gefangen. Und jeder Lehrer geht auch
ja, für sich selbst damit um. Ich weiß, dass einige das tatsächlich einfach totschweigen. Das ist nicht ganz mein Stil. Und ja, dementsprechend habe ich dann immer den Weg auch zu Frau Dr. Wolk, also unserer Schulleitung, gesucht. Oder habe mir auch andere Kollegen ins Team geholt, unsere Schulsozialarbeiterin. Und ich selber, glaube ich, habe auch bei den meisten Schülern so einen Stein im Brett, dass ich schon ein bisschen Einfluss auch drauf hatte. Ja, und das sind so die Wege, aber jeder für sich. Und das ist nicht richtig, finde ich. Wie das Thema im Einzelnen an Schule auch unter den Lehrkräften verhandelt und angegangen wird, das liegt natürlich, muss ich auch sagen, in der Verantwortung der einzelnen, sowohl der einzelnen Lehrkräfte, und zwar aktiv da auch hinzugucken, das Thema anzusprechen. Oftmals ist verständlicherweise die Belastungsgrenze sicherlich sehr hoch, dass solche Themen dann drohen, auch ein Stück weit runterzufallen oder wegzurutschen. Aber ich glaube, es ist auch im Lehrerberuf als solches ja verankert. Also zum einen sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein Stück weit auch, also oder diese auch anzuerkennen und auch im Auftrage dessen an Schule zu wirken. Und das ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen als solches. Und wie man darüber hinaus dann eben, ich nenne es mal kleine Regularien oder Handlungsanweisungen oder Handlungsschritte erarbeiten kann, wie gehen wir damit um, wenn es zu Vorfällen kommt an unserer Schule? Das können ja, also erfreulicherweise gibt es ja die Gremien an Schule, ne? Die Lehrerkonferenz. Es gibt die ganze Schulkonferenz, wo eben auch die einzelnen Vertreterinnen der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler und die Schulleitung zusammenkommen. Und genau dafür wiederum, um den Bogen vielleicht auch zu schließen, ist natürlich so ein Titel und auch der Auftakt mit so einer Titelveranstaltung ein guter Startschuss, wie es besser ja nicht sein könnte, denn auch im neuen Schuljahr sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was braucht es denn? Und aber in erster Linie geht es, glaube ich, immer darum, ein Stück weit Eigenverantwortung da auch zu stärken und eine Kultur des Hinsehens mit zu unterstützen. Der Titel Schule ohne Rassismus ist also vor allem ein Prozess, auf den sich eine Schule einlässt, bei dem sich alle Beteiligten immer wieder fragen, wie wollen wir zusammen lernen und leben an unserer Schule? Welche Werte vertreten wir? Für den Titel sollten sich die Schülerinnen und Schüler für einen Paten entscheiden und ihn bitten, das Projekt zu unterstützen. Im Fall der Europaschule Rövershagen ist das die eingangs gehörte Band Le Booms Boys aus Rostock, die auf einer musikalischen XXL-Hofpause bei der Titelverleihung ein Konzert gegeben hat. Ich habe mit dem Sänger Stefan Engelstädter gesprochen. Du Stefan, erzähl mal, ihr seid Pate der Europaschule Rövershagen. Wie wird man Pate? Warum seid ihr Pate? Ja, wie man das wird, letztendlich wird man einfach angefragt von der Schule. Und es gibt ein Verhältnis zwischen den Booms Boys und der Schule Rövershagen. Unser Schlagzeuger ist nämlich mal zur Schule gegangen. Und uns ist natürlich das Projekt bekannt. Es ist ja auch deutschlandweit bekannt und es ist einfach eine richtig gute Sache. Prävention in der Schule zu arbeiten oder zu leisten, ist das also das Wichtigste, finde ich. Ne? Und so kämpfen wir gemeinsam gegen den Rassismus halt. Und da brauchten wir gar nicht lange überlegen. Da war sofort klar, natürlich, logisch, machen wir. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir es am besten umsetzen können. Haben halt dann auch die Technik und so mit Frank zusammen organisiert. Und jetzt haben wir ein richtig cooles Event, finde ich, gemacht. Mhm. Richtig. Was geil. Bedeutet euch das, so, also auch angefragt zu werden? Das ist ja, ich meine, ihr habt, eure Songs sind ja, haben ja auch Statements, so. Ja. Liegt das auch daran? Na, erstmal finde ich schön, dass die Leute das auch so wahrnehmen, dass unsere Songs Statements haben. Und dann freut man sich natürlich einfach, so eine Sachen dann auch, also dafür macht man es ja auch. Man macht es ja nicht nur fürs Geld oder so, ne? sondern in erster Linie hat man ja auch so ein idealistischen Gedanken, sonst würde man ja nicht so eine Sachen schreiben. Und dann ist es natürlich einfach eine große Ehre, dann da auch Teil der Sache zu sein und was Gutes zu tun. Und das hier ist auf jeden Fall was Gutes, weil wenn man 600 Schüler jetzt schon mit dem Thema sensibilisiert und halt auch dann halt ja, Bildungsarbeit macht, ist das halt einfach unbezahlbar für die kommende Generation und für unsere Gesellschaft. Und was heißt das jetzt? Werdet ihr jetzt in Zukunft hier öfter spielen oder als was verpflichtet man sich denn als Verein? Ja, so ein Auftritt ist ja schon immer auch so eine krasse organisatorische Leistung und auch ein Aufwand. Und ich glaube, das kann man auch nicht immer machen, ist auch nicht nötig, weil es einfach zu viel krasser Aufwand dann bedeutet. Heute war das ein richtig guter Einstieg, um erstmal Flagge zu zeigen und laut zu sein. Und jetzt müssen wir gucken, wir werden mit der Schule kommunizieren. Es wird Projekte geben, es wird vielleicht auch mal Kurse geben. Vielleicht machen wir mal einen Trommelkurs oder Projekttage. Da gibt's, glaube ich, da muss man nochmal mit der Direktorin entsprechen. Aber wir sind ja generell, wenn wir nicht gerade selbst irgendwie unterwegs sind, natürlich für ganz viele Sachen offen und haben auch Bock drauf. Und klingen tun die Le Booms Boys am Tag der Titelverleihung in Rövershagen so. Immer
versteht nur das oder so weiter wie mein General. Passt leider nicht in jedes Schloss hinein. Ich muss nicht jeden Scheiß kapieren und manchmal muss man was verlieren, damit man die Bedeutung des Checks. Yo! Wir sind ab heute eine von mehr als 3600 Schulen in Deutschland, die eine klare Position beziehen. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. So hat es die Direktorin der Europaschule dann verkündet. Ein Schild erinnert von nun an jeden, der die Schule betritt, wie hier miteinander umgegangen wird, für welche Werte die Schülerinnen und Schüler und Lehrenden einstehen. Was hoffst du denn, was sich jetzt an eurer Schule ändert? Also ich hoffe, dass jetzt auch mehrere Leute verstanden haben, okay, man muss nicht immer jeden diskriminieren oder einen fertig machen, nur weil er anders aussieht. Und ich denke mal, damit haben wir halt auch heute schon alles erreicht. Und ich hoffe, dass sich das dann auch in den Köpfen der Schüler halt auch prägt, sodass sowas nicht mehr vorkommt. Ich hoffe, dass alle gleich behandelt werden, egal welche Hautfarbe oder welche Nationalität und so. Wie wird denn das weitergehen? Weil das ist ja nicht so wie so ein Preis, den man gewinnt, sondern man bekommt einen Titel. Was heißt das für Sie in der Zukunft jetzt? Also für mich in der Zukunft heißt es definitiv am Ball bleiben. Ich habe auch wieder kämpfen müssen, dass ich einen Kurs kriege. Ab nächstem Schuljahr habe ich eine AG. Das heißt, es ist auch jahrgangsübergreifend, was ich total toll finde. Von 5. bis zur 12. hoch darf jeder dabei sein, der möchte. Und mit den Bumsboys habe ich auch schon ganz viel geredet, was man alles machen kann. Themenabende, auch mal Kochabende. Es geht im Endeffekt darum, dass wir das Ganze im Gespräch gehalten. Also, dass jeder weiß, was wir machen und dass wir gemeinsam dafür einstehen und das immer weiter am Laufen gehalten wird. Die Schülerinnen und Schüler hier in Rövershagen tragen ihre Botschaft von nun an nicht nur an der Eingangstür ihrer Schule, sondern haben auch T-Shirts gedruckt, damit das Thema Courage auch immer wieder ins Auge fällt und Thema bleibt. Wenn es visualisiert wird über T-Shirts, über Plakate, über Sticker, die es jetzt auch zur Titelverleihung zum Beispiel gab, dann ist das natürlich ein zumindest Moment, wo man innehalten kann und wo man auch genau damit natürlich Angebote schaffen kann. Also es gibt Menschen an dieser Schule, die sich damit befassen und somit gibt es Ansprechpartner. Vor allem auch für diejenigen, die schlimmstenfalls in eine Opferrolle kommen. Auch nur schwer sich vielleicht trauen, sich einem Vertrauenslehrer oder aber in der Klasse dem Klassensprecher irgendwie anzuvertrauen. Oftmals ist die Schulsozialarbeit auch stark in solche Prozesse involviert. Aber eine Sichtbarkeit zu schaffen und daher auch dieses Schild oder Plakette, wie man es nennen mag, an der Eingangspforte des Schulgebäudes. Das sind ja alles Symbole, die ein Stück weit nach außen hin auch kommunizieren und zeigen sollen, wofür steht diese Schule ein. Und letztlich natürlich auch, wenn man bei der Symbolik bleiben will, jedem Schüler Tag ein, Tag aus aufs Neue zeigt, der das Schulhaus betritt, welche Haltung und mit welchem Klima, Schulklima wir hier in der Schule miteinander umgehen wollen und wie wir uns verhalten wollen. Mehr als 50 Schulen sind mittlerweile im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Mecklenburg-Vorpommern und haben sich damit für eine Kultur des Hinsehens entschieden. Auf der Internetseite von Schule ohne Rassismus heißt es, der Titel ist kein Zauberstab, der menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Muslimfeindlichkeit oder die Herabwürdigung von Frauen einfach ausradiert. Aber an den Schulen, die diesen Titel tragen, wollen sich viele Menschen aktiv gegen Diskriminierung jeder Art einsetzen. Darauf kommt es an. Hoffen wir, dass in Zukunft viele weitere Schulen diesen Weg einschlagen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.